So, und du kommst mal schön her, mein Freund. Da kriegt er einfach von hinten an, weißt du? Ich glaube, der kann so den Überraschungsmoment nutzen. Dreist. Hey! Hat er sogar noch mein Schild kaputt gemacht? Das ist doppelt dreist. Doppelt dreist vor allem. Weil wir sind die Spitzhacke auf der 3. Das ist ein bisschen störend im Kampf, ne? Eben gerade habe ich sinnlos gehackt. Von 1000 Feinden umgeben und dann sinnlos erstmal hacken. So, und das Ding da kaputt. Das ist auf jeden Fall Priorität. Da gehe ich mal hier so hin. Und hoffe, dass ich es so treffe. Komm schon. Gar nicht schlecht, ne? Ups. Ich dachte, der trifft mich nicht. Ups. Tschüss. So, und das Ding weiter kaputt machen. Alter, Energieschild. Oh, da kommt noch einer. Willst du mich verarschen? Wo kommen die denn alle her? Also, stört mich gar nicht so sehr, ne? Wir brauchen ja deren Loot. Oh, Reise nach Jerusalem. So. Tschüss. Oh Mann, tut mir irgendwie leid. Übelst verarscht. So, kann ich jetzt bitte? Oder kommt jetzt hier noch ein Askwin? Keine Ahnung. Ich mach einfach. Da ist noch ein Askwin, das gibt's doch nicht. Aber solange er mich nicht sieht, ist alles gut. So, treffe ich denn überhaupt? Ja, ne? Ich glaube ja. Ja, das war's. Sehr gut. Dann hier noch Schwefel. Und Bogenschützen natürlich. Scheiße, getroffen. So. Und ich dich auch. Ja, mit dem Schwefel und mit dem da ebenfalls. So. Sehr gut. Da hinten ist noch ein Spawner. Auch den mache ich platt. Damit wir hier schön in Ruhe uns um diese Belagerung kümmern können. Weil das wird ja, glaube ich, dann echt nochmal ein Eck. Oh! Es wird dunkel, ne? Und den nehme ich mit. Oh! Oh, oh. Erstmal kümmern wir uns um den hier. So, sehr gut. Dann kümmere ich mich um ihn. Piu. So. Dann gönnen wir uns nochmal sämtliche Nahrung. Und holen ihn her. Und dann hau ich ab, weil es wird schon wieder dunkel. Oh, oh. Dich noch mitnehmen. Und du kommst mal schön her. Sehr gut. Getroffen. Perfekt. Dann locke ich ihn hierher. Er folgt mir auch. Schieße ich ihn mal derweil mit Frost ab, damit er nicht so schnell ist. Und oh, es ändert den gar. Es ändert gar nichts, ne? Bei seiner Geschwindigkeit. Ich glaube nicht. Daneben. So, und 6, laufen, und Feuer. Nein! Oh, mein Energieschild war nicht da. Oh, ich nah. Ich hätte nur noch ein einziges Mal treffen müssen. Verdammt! Ja, shit. Schade. Das wollte ich jetzt eben noch erledigen und dann zurück. Und jetzt sind wir kurz vorher noch einmal gestorben, weil ich wieder zu greedy war. Verdammt! Gute Nacht!
So, guten Morgen. Aber das fand ich gerade richtig krass. Wir hatten nämlich Full Life, glaube ich. Also wir hatten volles Leben und gerade frisch gegessen. Also war eigentlich unser Lebensbalken sozusagen maximal. Er hat uns trotzdem mit einem Schlag gekillt. Ne? So, Stab des Eises nehme ich mal mit. Das reicht völlig aus, weil der braucht ja nur noch 2-3 Schüsse. Da baller ich mir mal das rein. Das reicht. Ja, die Ausdauer vielleicht. Ja, hier ein Salat, komm. Der muss ja auch noch weg. Ich gehe mal wieder durchs Portal und hoffe, der ist da noch und wir schießen ihn mit 3 Splittern kaputt. Wow, da ist er direkt. Und er hat sich regeneriert. Ich laufe mal weg. Shit. Ich bin weggefetzt. Verdammt. Bitte mach das Portal nicht kaputt. Shit, naja gut, so viel zu dem Thema. Das war jetzt natürlich nicht so klug. Ich gehe mal kurz so. Dann warte ich kurz, bis wir ausgeruht sind. Hätte ich mir doch die Rüstung anziehen sollen, damit ich wenigstens einen Hit aushalte, oder? Och Mann, jetzt sterben wir wieder andauernd. Aber gut, jetzt eben gerade beim zweiten Tod. Oh. Deswegen haben wir auch nur gemütlich 70, habe ich gerade schon gewundert. So. Einmal kurz alles auffüllen. So viel Zeit muss sein. Und dann holen wir uns unseren Stuff zurück. Ich hoffe, er regeneriert sich jetzt nicht. Hä, eben gerade habe ich das Gefühl, wir hatten ihn doch schon viel mehr abgezogen. Aber es kann auch sein, dass ich mich täusche, weil sein Leben lädt er ja nicht wieder auf, oder? Also wäre mir zumindest neu. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal runter und diesmal ziehe ich mir vielleicht die Robe an, oder? Oder hier direkt die dicke Rüstung. Wo sind, wo sind die? Da ist ein Federumhang. Chitin-Brustplatte. Ach komm, Alter, ich gehe jetzt mal kurz durch. Gut. Hätten wir das. Dann ziehe ich mal die dicke Klamotte an. Und den Rest schmeiße ich weg. So. Sehr gut. Ach ja, und die Sachen brauche ich jedenfalls nicht. Aber den hier, den packe ich mal als ausnahmsweise auf die 1. Und ich baller mir außerdem diese Nahrung und diese. Und das sollte reichen. Hoffentlich. Komm schon. Der muss doch nur noch ein, zweimal getroffen werden. Shit, shit, shit. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten. Er ist abgehauen. Ist ja dreist. Okay, warte mal. Ich gehe mal kurz zu meinem Grab alles nehmen und ich lasse die Knochen hier, die Federn hier, den nehme ich definitiv mit. Trophäe, das ist alles wertvoll, ne? Ja, hier, das kann ich auch hier lassen, nehme ich lieber die mit. Dann können wir das nämlich entfernen jeweils. Da liegen auch noch Sachen drin und den nehme ich auch noch eben mit, ne? Habe ich Federn im Inventar? Ja, das heißt, die stacken sich. Ah, hier ist der Froststab drin. Da packe ich erstmal die 3 Eier hier hin und nehme den mit. Und den mache ich noch eben platt. Da sollte ich doch lieber die andere Rüstung nehmen, glaube ich. Na, warte, das gibt Rache. Froststab auf die 1. Energieschild. Und dann hergelockt. Das will ich noch eben machen, bevor wir wieder zurückgehen. Ach ja, na klar, ich kann ja gar nicht stecken. Halt, bleib hier! Och nö, da sind andere Feinde. Die kommen jetzt auch, ne? Glaube ich. Ich baller mal in der Hoffnung, dass ihn einer trifft. Nö. Mann, jetzt bleib mal auf der Stelle stehen, Alter. So. Mindestens einer muss ihn treffen. Na also. Oh, der ist fast down. Sehr gut. Dann komm erstmal her. Und du bist tot. Und dann nehme ich dich vor. Erstmal hole ich mir hier die wertvollen Federn. So. So.
Ja, ich könnte natürlich mehr Nahrung, also Mana-Nahrung ballern, aber das lasse ich mal sein. Wo war denn das? Scheiße, wo war unser Portal? Oh, oh. Da, okay, gut. Ich glaube, ich sollte das mal eintragen. Aber erstmal kümmere ich mich um ihn. Ja, mit einem Stuff. Und dann gehen wir wieder zurück. Ja, die Eggs lasse ich da mal liegen. Die brauchen wir ja gerade nicht so dringend. So. Die kann ich, glaube ich, stacken. Jo. Sehr gut. Dann mache ich hier mal... So. Reise. Sehr gut. Ja. Ich wollte da hinten eigentlich auch noch den Spawner vernichten. Das kann ich aber immer noch machen. Und ansonsten... Da war, glaube ich, auch noch Spawner oder so. Das passt aber so. Ich würde sagen, wir gehen zurück. So, perfekt. Dann ab nach unten. Oh. Ja, kein Wunder, das ist so leck bei so viel Stuff. Stimmt, und wir müssen erstmal alles reparieren. Und zwar hier. Boah. Ding, ding, ding. So, außerdem hier. Und hier natürlich. Ja, den normalen Hammer lasse ich mal. Ich würde sagen, ich bringe die Sachen erstmal hier hin, auf die Zwischenetage. Die müssen wir, glaube ich, auch noch reparieren. Die reparierten Sachen lege ich schon mal hier auf die Treppe. So. Das kommt hier hin. Der kommt wieder mit nach oben. So wie der. Und den brauchen wir auch nicht. Was mache ich eigentlich hier hin? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich gehe aber auf jeden Fall nochmal durch den Stuff durch. Und dann sortieren wir mal ein bisschen. Was haben wir denn da? Knochen. Ja, die müssen wir hochbringen. Dann Feuer. Ordentlich Schwefel und dieses Pulver. Aber sogar ein Stack voll mittlerweile. Sehr gut. Federn. Da haben wir jetzt genug, ne? Ach ja, die Federn waren hier. Ha! Ich glaube, wir brauchen 8. Sehr gut. Warte mal, hier ist noch Stein. Holz. Ich gehe nochmal durch. Weil sich die Federn gesteckt haben. So. Dann haben wir hier noch Marmor. Müssen wir auch hochbringen. Oh Mann. Hey, nee, Kernholz doch nicht. Ascheholz meine ich. So. Hühnerfleisch. Das kommt hier rein. Sehr gut. Dann diese Blasen. Boah, 13 Stück. Zack. Hervorragend. Und Knochen haben wir auch gefunden. Mach ich mal so. Obwohl, ich glaube, die sind so selten. Die sind sogar seltener als Morgenstuff, ne? Ich mach mal so. Dann Trophäen. Dann hier Fisch- und Reptilienfleisch. Haben wir auch schon ordentlich. Dann Häut. Haut, meine ich. Heute. Ich wollte heute und Haute gleichzeitig sagen. Haute. Keine Ahnung. Man merkt, ne? Ich bin schon wieder viel zu lange am Aufnehmen. Das ist schon wieder überdurchschnittlich viel. Ich nehme auch gerade ein bisschen vor. Also ein bisschen mehr auf als normal. Denn bald steht ja Folge 900 an. Ne? Und da will ich natürlich dann entsprechend Zeit haben, damit ich das auch alles vorbereiten kann. So, hier rein. Heute... Haute. Knochen rein. Trophäen haben wir ein paar. Nochmal Reptilienfleisch. Holy shit. Und noch mehr Schwefel. Ja, ja, so allmählich füllt sich doch unser Lager mit den ganzen neuen Ressourcen. So will ich das sehen. Und Topfscherbe kommt hier unten in den Möbel. Zack. Sehr gut. Dann aber nur noch ein bisschen Holz. Das packe ich hier rein. So, dann gehe ich nochmal kurz nach oben und hole die anderen Sachen, die wir noch reparieren müssen. Die lagen hier. So. Und dann hier ran. So. Und die Klamotten, Waffen und den Schild nochmal so. Dann nach oben. Oh, hier ist noch Gold. Das sortiere ich gleich ein. Erstmal gehe ich nach oben und bringe die Sachen wieder an.
Und zwar die 3 sehe ich gerade schon, können wir hier hin tun. So, dann Feuer. Ja, ist eigentlich egal welchen. Aber es wird gleich nicht egal sein. Weil wir haben ja jetzt endlich die Federn. Moment, ich mach mal kurz so, so, so und hier. 1, 2, 3, 4. Und Schild und Waffe. Waffe hier ran. Schild hier ran. 1, 2. Ja, auf die 4 kommt der, da habe ich mich dran gewöhnt. Und die Sachen kommen hier rein. So. Sehr gut. Und dann, ja, ich weiß nicht, was ich auf die 3 packen soll. Ehrlich gesagt. Weil theoretisch haben wir jetzt einen Platz frei. Ich glaube, ich mache da mal erstmal die Axt hin. Weil die Axt ist auf jeden Fall praktischer im Kampf als die Spitzhacke. Immerhin. So, dann nehme ich mal hier das Gold auf. Und schmeiße es in die Goldkiste hinein. Und außerdem hatten wir hier ordentlich Knochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Marmor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, warte. 2, 3, 4, 4, 5, 6. So. Und das schleppen wir mal kurz hoch. Wir haben die Kisten ja, glaube ich, soweit schon vorbereitet. Sowohl für Marmor als auch für die Knochen. Obwohl bei den Knochen bringen wir, glaube ich, das erste Mal was hoch. Ach ja. Das natürlich auch. Die Troll Trophy. Hervorragend. Marmor war doch direkt hier. Grausten. Zack. Und dann die Boss-Trophäen hier. Also Boss in Anführungsstrichen, ne? Die großen Gegner habe ich ja hier einsortiert. Und Knochen waren doch hier. Normale. Und normale, wir haben die noch gar nicht. Dann mache ich die mal hier in die oberste Reihe. So. Perfekt. Und dann müssen wir nur unsere Sachen wieder zurückholen. Ich habe gerade schon gewundert, warum unser Inventar so leer ist. So. Her damit. Und in der Marmorkiste hier holen wir natürlich unsere Sachen wieder zurück. Und wir müssen allmählich neu kochen, ne? Weil... Die hier sind allmählich zu Ende. Da, das hier ist tatsächlich... Und so. Und so. Oha! To do kochen. Kopieren. Und einfügen. Und das hier weg. Kochen. Kein Grund niederzuknien. So, aber was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, denn das steht auf jeden Fall an, ist natürlich den Federkranz bauen. 8 von den Federn, eine von den Trophäen. So, 8. Und 10 Eiter, 3 Aschenholz, die haben wir locker. So, und 10 Eider hier unten. Oh Mann, aber das Aufrüsten der Stäbe wird, glaube ich, so teuer sein. Aber gut, was soll's. Komm. Und vielleicht kriegen wir jetzt sogar neue Sachen, ne? Ach, den muss man hinhängen, oder wie? Ja, den muss man irgendwo ranhängen. Dann hänge ich den mal hier ran. Erstmal. Ist ja nur übergangsweise, ne? So, neue Rezepte vielleicht? Nee, nur eine neue Ausbaustufe. Gut. Ich bin tatsächlich beruhigt. Weil ich habe jetzt das Schlimmste befürchtet. Ich gehe mal kurz ran und guck mal... Aufwerten, weil wir können jetzt all unsere Klamotten aufwerten. Dafür brauchen wir Flammenkern, Eiter. Aber die Robe aufzuwerten erhöht nicht die Eiterregeneration, ne? Sondern nur die Rüstung um 2. Deswegen ist das hier... Warte mal, wenn ich zum Beispiel Eis... Eis macht jetzt 36... würde 36 machen, der macht jetzt 34. Naja, es ist 2 Schaden mehr. Ich würde trotzdem die Stäbe als erstes nehmen, ne? Boah, ist das teuer. 24 jeweils. Vor allem der hier, ne? Der Haltbarkeit, Alter, verwenden. Wo steht denn wie viel? Da, Blockrüstung. Und der hat... Auch 48. Block macht 30. Block macht 35. Hm? Was heißt ein Block macht?
Keine Ahnung, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Oh, die Haltbarkeit erhöht sich auch. Alter verwenden 60, das bleibt gleich. Parierbonus bleibt auch. Oh, er bleibt länger. Zeit 240. Okay, also ich würde sagen, wir brauchen dafür, sorry, da gucke ich nochmal, Blutklumpen, gefrorene Drüse und Surtlingskern. 6. Dann hier. 6. Bei Blutklumpen habe ich gerade nicht drauf geachtet, wie viel. Deswegen nehme ich einfach mal hier ein Stack raus. Und wir brauchen auf jeden Fall ohne Ende Yggdrasilholz. Da nehme ich mal 2 Stacks raus. Ich glaube, das reicht. Mal schauen. Aufwerten. Hö, was fehlt denn? Ach, das Alter natürlich. Zack, zack, zack. Und das wird komplett verbraucht sein. Naja, gut. Aber was soll's, es lohnt sich, weil mit denen kämpfen wir ja andauernd, ne? So, zack. Nein. Ich bin so ein Storch, ich habe sie schon wieder hergestellt. Ich Vollidiot. Oh, das ist so teuer, das ist so teuer, das ist so teuer. Ja, toll gemacht, du Storchkopf. Aufwerten, Mann. Es tut mir so leid. Was tue ich hier? Oh nein. So. Oh, das war ja schon wieder so. Ich muss echt die Aufnahme beenden, ne? Also das geht ja gar nicht klar. Oh, das nervt mich gerade. Das war schon wieder voll die sinnlose Ressourcenverschwendung. So, dann hier noch. 4. Und noch mehr Magiezeugs. Und jetzt haben wir nicht genug, ne? Ja, jetzt haben wir nicht genug. Toll. Toll gemacht, Raul. Wunderbar. Dann mache ich erstmal den Eisstab. Und wir stellen direkt neues Alter her. Einer fehlt. Komm. Da warte ich jetzt noch drauf. Bin ich ehrlich. So. Weil es ist ja Gott sei Dank nur einer. Oh, das war gerade schon wieder so dämlich, ne? Ärgere ich mich gerade voll. Gut. Kriegt ja auch nichts. Rein damit. Zugemacht. Dann rein damit. So. Und dann warten wir mal einen ab. Aber wir brauchen ja nur 16. Bitte keine Projektile hier rausballern. Das wäre sehr nett. Stimmt, dann kann ich sogar direkt nachfüllen, ne? Na los, mach hinne. Hä, wie lange braucht das denn, Alter? Komm schon. Na also. Halt. Zugemacht. Her damit. Und dann können wir den auch nochmal auffüllen. Und dann zugemacht und tschüss. Oh, verdammt. Hätte ich mal mit warten sollen. Bis nächste Aufnahme, dann hätte ich, wäre ich da mehr mit Verstand rangegangen. So, aufwerten. Stab des Eises. Hä? Nein. Diesen Stab des Eises. Ach, das braucht 24, nicht 16. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Dann müssen wir damit bis zum nächsten Mal warten. Oh, Mann. Ich Idiot, ey. Das ärgert mich gerade voll. Gut, rein damit. Gift. Ah, nee, Gift nicht. Feuer. Und Eis. Und Yggdrasilholz. Halt. Daneben. So. Und den Stab hier können wir natürlich schön wegschmeißen. Habe ich gerade noch einen hergestellt? Hä? Oh Gott, Alter. Ich bin so Brain AFK. Ich sollte jetzt echt... Oh Mann. Nö, das wäre jetzt zu blöd. Sorry, Leute. Ich habe keine Ahnung, was da gerade mit mir los war. Ich muss dringend die Aufnahme beenden. Mein Gehirn explodiert sonst gleich. Scheiße. Das war gerade übelst der teure Fehler, ey. Ah! Gut, wie auch immer. Ich fand die Aufnahme wieder mal sehr chaotisch, aber es war trotzdem geil. Hat trotzdem Bock gemacht. Wir haben außerdem jetzt den Federkranz bauen können, immerhin. Und wir haben endlich eine Festung gefunden. Gott sei Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und lasst gern ein Abo da und ein Like. Und auch gern einen Kommentar. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.